Nico Reibkopfknaller, 20 Stück in einer Packung, für 99 Cent bei der Postenbörse gekauft. Das sollen ja noch recht gute Reiber sein, die qualitativ eigentlich noch gut hergestellt werden. 20 Stück haben 12,2 Gramm NEM. Ich schau mal eben, ob ich sie hier eben aufkriege. Dann könnten wir uns mal ein Bild davon machen, wie die überhaupt aussehen. Okay, eine gelbe Reibfläche und der Körper ist selbst grün. So, was haben wir hier? NEM 0,6 Gramm pro Stück, hergestellt in China. Schauen wir mal, was die können, wa? Viel Spaß. Nico Reibkopfknaller, nach deutscher Tradition. Testen wir mal. 99 Cent bei Postenbörse gekauft. Nehmen wir mal einen raus. Sollen ja noch echt gute Reiber sein. Alles klar, sieht ganz cool aus. Gucken wir mal, was die können. Na, knall jetzt nicht so gut. War aber auch recht weit weggeworfen. Der ist jetzt näher dran. Boah, für Reiber ist es, glaube ich, recht normal. Nicht gut, nicht schlecht. Brennt noch. Der war gut, der war gut. Einen machen wir noch. Wollen denen ja eine Chance geben, ne? Ja, eigentlich ganz okay für Reiber, muss ich sagen. Ziemlich gut, coole Teile.